Mit den Frühlingsblüten lassen sich wunderschöne Dekoobjekte herstellen. Hier könnt ihr natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen, ob Kränze, Kugeln oder eine andere erfrischende Frühlingsdeko. Diese Bastelobjekte sind schnell und einfach herzustellen. Selbst bei der Farbwahl könnt ihr nehmen, was ihr möchtet. Es macht richtig Spaß, wie schnell die Blüten entstehen. Hier können oft auch Reste verwertet werden von Tonpapier oder vom Kopierpapier. Also besorgt euch schnell die Stanze und dann könnt ihr loslegen. Ich zeige euch nun mal, was ich für Materialien gebraucht habe. Ihr könnt da wirklich ganz andere benutzen. Dies soll nur eine Anregung sein. Ich habe hier eine Styropor-Halbkugel. Die hat einen Durchmesser von ca. 14 cm. Ich muss mal eben messen. Ich glaube wohl, dass das stimmt. Mal eben umdrehen. Die habe ich von unten mit einer Pappe beklebt. Ja, so 14 cm ungefähr. Dann habe ich diese Kugel mit einer schwarzen Acrylfarbe angestrichen. Dann halten die Blüten nachher so schön da drauf. Und ich kann keinen weißen Untergrund sehen. Das scheint das nur schwarz durch. Dann kommen die Blüten eher zur Geltung. So, für die Blüten brauche ich Tonpapier. Die Farbe nehmt ihr nach euren Wünschen. Also ich habe hier einen Weißton genommen, einen Altrosa Ton und hier habe ich noch einen hellrosa Ton. Da müsst ihr mal schauen, was euch gefällt. Dann habe ich hier, das ist das Wichtigste, eine Blütenstanze. Das ist eine Gänseblümchenstanze von EFCO. Entweder nennt man die Blütenstanze oder Motivlocher. Müsst ihr mal im Internet schauen. Ich verlinke das euch unten und dann könnt ihr euch die bestellen. Also ich finde, das lohnt sich, die anzuschaffen. Da kann man nachher Karten mitgestalten oder auch mal einzelne Blüten an Zweige hängen. Also es lohnt sich schon, sich diese Stanze zu besorgen. So, dann habe ich hier am Pinsel und eine Häkelnadel, aber nicht, weil ich den Pinsel und eine Häkelnadel brauche, sondern diese beiden Werkzeuge haben hier unten so eine abgerundete Kante, die ich brauche. Schaut mal, da habt ihr bestimmt auch andere Sachen. Es gibt auch Werkzeuge, die eine Kugel haben. Die kann man nehmen, aber ja. Dann habe ich meinen Cutter, eine Schere, eine weiche Unterlage. Ich nehme einfach hier so einen Schwamm. Dann habe ich einmal eine Form. Da war ein Vanillepudding drin. Ich wollte nachher dieses hier abschneiden hier oben. Das ist so eine schöne durchsichtige Kante. Das kann ich dann als Reif nehmen oder als Ring. Dann habe ich Nähgarn zum Aufhängen mit einer Nadel. Meine schönen Strassblüten, die kann man auch im Internet bestellen. Die laufen unter dem Namen Sonnenblume, aber tja, sind einfach schöne kleine Blütchen. Dann habe ich den Alleskleber noch und den Heißkleber. Und dann wollen wir mal schauen, was ich so bastle. Als erstes zeige ich euch, wie die Blütenkränze entstehen. Und zwar sind das ja hier alles ausgestanzte Blüten und die muss ich irgendwo drauf kleben. Und zwar schneide ich mir aus diesem Schälchen den obersten Rand ab. Ich schneide da nicht von oben rein, weil ich will, der muss ja heile bleiben. Ich gehe hier mit dem Cutter rein, so, dann kann ich das gleich mit der Schere weiterschneiden. Dann schneide ich den Kranz hier oben erstmal grob ab. So, dann kann ich den gleich schön versäubern. So, es geht ganz einfach. So, der ist auch relativ stabil. So, aus diesen einzelnen Mustern, die da drauf sind, kann man auch noch Blüten machen. Schmeißt das Schälchen also nicht weg. Das ist ganz schön. So, jetzt seht ihr, das steht hier noch über. Da schneide ich das jetzt so passend ab. So, da kann man ganz gut mit der Schere einfach so dran entlang gehen. Dann habe ich nachher einen sauberen Kranz. Na, so. Gleich ist das schon da. So, das ist mein Kranz.
So, da brauche ich jetzt die Blüten für. Und zwar nehme ich jetzt mal, ich zeige euch das einfach mal, ein Tonpapier. Also ein Tonkarton ist ein bisschen zu dick für die Stanze. Ich nehme immer Tonpapier oder ihr könnt auch Kopierpapier nehmen, das gibt es ja auch in farbig. Da stanze ich jetzt mal eine Blüte aus. Zack. Und schon liegt sie da. Sie soll natürlich jetzt nicht so flach bleiben. Dafür lege ich die Blüte hier mal auf diesen Schwamm und nehme hier meine Häkelnadel. Wie gesagt, die hat hier so eine Kugel. So, und dann drücke ich mal hier das Innere so ein bisschen rein. Seht ihr, dann gehen die einzelnen Blütenblätter schon nach oben. So, weil die soll ja nicht ganz platt liegen. So. Und damit die Blätter sich auch, also ihr könnt es so lassen, aber ich finde es auch ganz schön, wenn die einzelnen Blütenblätter sich nach oben biegen, dann nehmt ihr einfach hier bei der Häkelnadel, könnt ihr da einfach so drüber gehen, seht ihr. Wenn ihr das nicht habt, macht ihr das so mit dem Daumen. Aber das mit der Häkelnadel, das geht wirklich super. Oder bei einem anderen Draht. So, das geht wunderbar. Seht ihr schon, stehen die Blütenblätter hoch. So, und dann klebe ich einfach meine Strassblüte da hinein. So. So, und so fertige ich jetzt eine ganze Reihe von diesen Blüten. Ich habe jetzt eine Vielzahl dieser Blüten hergestellt. In einem dunkelrosa, hellrosa und weißton. Also die Blüten sehen richtig schön aus, finde ich. Man könnte sogar einen Bilderrahmen so mit den Blüten füllen. Aber ich habe ja noch was anderes damit vor. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. So, die einzelnen Blüten klebe ich jetzt hier auf diesen Kranz. Da muss ich natürlich aufpassen. Am Anfang kann ich die so ganz normal aufsetzen. Aber je mehr ich dann so dem Ende zugehe, muss ich schauen, dass ich das so klebe, dass die einzelnen Blüten auch noch schön da reinpassen. Und zwar gebe ich hier einfach ein Klebstück oder ein Tropfen auf. Das geht ganz toll mit dieser Spitze. Da ist diese Klebepistole wirklich für geeignet. Und dann klebe ich die Blüte einfach hier auf den Kranz. So, die Farben macht ihr, wie ihr das möchtet. Wie ihr seht, habe ich hier mal die Blüten gehen weiter auseinander. Bei dieser gehen sie ziemlich hoch, so nach oben sind sie gebogen. Da müsst ihr gucken, wie ihr das möchtet. So, wie gesagt, einfach hier so ein Klecks mit dieser schönen Spitze aufkleben. Und dann rückt ihr die so zusammen. So, ich zeige euch mal das fertige Modell. Ich habe hier so ab und zu mal hellere Blüten genommen. Wenn ich zu viel Platz habe und eine Blüte mit hoch gearbeiteten Blütenblättern wird zu klein, dann nehme ich hier die Blütenblätter wieder so ein bisschen auseinander, damit ich das gut ergänze. So sieht das fertige Bastelobjekt jetzt aus. Das Einzige, was ich hier aber noch machen muss, ich muss die dämlichen Klebefäden noch absuchen. Das ist immer ein bisschen eine blöde Arbeit. Wenn ihr das so fertig habt, könnt ihr das so als Deko auch auf den Tisch legen, auf den Kaffeetisch oder auf ein Regal. Das sieht ganz schön aus. Ich wollte die beiden, also ich habe da zwei von gearbeitet, an eine Wand hängen. Ihr könnt hier unten auch noch eine Kerze reinstellen, das ist ganz egal. Oder auch dieses schöne Kränzchen auf ein Geschenk kleben. Also da kann man viele Sachen mitmachen. So, ich habe jetzt noch eine andere Variante, was ich mit den Blüten machen kann, zeige ich euch mal. Und zwar habe ich ja hier diese Styropor-Halbkugel. Die habe ich von unten mit einer Pappe beklebt und dann einen Rand aus Strassblüten aufgesetzt, damit ich nach unten in einen sauberen Rand habe. So, und dann kann ich die Blüten so aufkleben, wie ich die möchte. So, mal gucken, dass die Farben sich immer so ein bisschen abwechseln. Das muss ich dann mal schauen. Man kann hier oben auch einen Osterhasen draufsetzen, wenn ihr möchtet, oder ein Osterei. Aber ich wollte da jetzt einfach nur so ein kleines Kränzchen oder so ein kleines Gesteck rausmachen. Das finde ich ganz dekorativ. So,
immer nur mit einem kleinen Klecks Klebstoff. Seht ihr, und das geht rucki zucki. So, meine Blütendeko ist jetzt fertig. Mir gefällt sie ganz gut. Also sie sieht auf dem Kaffeetisch bestimmt ganz frühlingshaft aus. Ich kann auch einzelne Blüten so auf den Tisch legen. Das finde ich auch ganz schön. Ja, dann probiert mal aus, was ihr so daraus bastelt. Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, macht es richtig Spaß, etwas Schönes, Erfrischendes, Buntes für das Haus zu basteln. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und dass ihr die Blüten nachbasteln möchtet. Also es lohnt sich wirklich, sich die Stanze anzuschaffen, denn ich kann da so viele Sachen mitmachen. Ich kann meine Kinder, also kleinere Kinder, schon damit stanzen lassen und die haben sofort Erfolg. Also ich finde es richtig schön. Also legt mal los. Ansonsten, wenn ihr noch andere Dekorationen für den Frühling oder zur Osterzeit braucht, schaut in meinen Playlists. Dort warten Osterhasen, Gestecke und Kränze, Kugeln, alles, was ihr so wollt, auf euch. Stöbert mal in den Playlists herum, da findet ihr bestimmt was Passendes für euch. Ja, dann bis bald. Eure Angelika Kipp.